Hallo, ich bin Randy von der Camper Manufaktur in Berlin und bin heute in Düsseldorf und stelle eins unserer Konzepte vor. Uns gibt es seit 2019 und wir machen seitdem äh, mit selbstentwickelten Möbelmodulen ein modulares Konzept für Fahrzeuge, Kastenwagen mit Stehhöhe für ein bis fünf Personen. Und von Einzelmodul verkaufen, an Kunden, die es selber einbauen, bis zum kompletten Fahrzeug, was wir ausliefern, machen wir letztendlich fast alles. Und was wir heute hier mitgebracht haben, ist ein Fahrzeug für vier bis fünf Personen mit Aufstelldach, mit einer Sitzgruppe im Heck, die umgebaut werden kann zu einem Bett und noch einer Dinette im vorderen Bereich. Und das macht das auch so ein bisschen besonders, aber das würde ich dann später noch mal kurz äh, erläutern. Ich würde gerne mal hin anfangen bei, dem, bei der Hecksitz gruppe die äh, ist ein sehr beliebtes Modul von uns, eins von drei äh, Bettmodulen, was wir haben, in dem Fall ja auch ein Sitzmodul. Das funktioniert so, dass wir das in Segmenten hier äh, auf und zu machen können. Ich demonstriere das mal ganz kurz. Das heißt, ich kann das hier auseinanderschieben und dasselbe auf der anderen Seite und dann entsteht hier eine Sitzgruppe für bis zu vier Personen. Mit dem exzentrischen Tisch kann ich das Ganze dann auch in eine andere Position bringen und habe hier im Heckbereich letztendlich für vier Personen eine Sitzgelegenheit. So, wenn ich das jetzt wieder reversibel mache, dann kann ich das ähm, wieder zusammenziehen und mache daraus eine U-Sitzgruppe oder Rundsitzgruppe genannt. Und was da der Vorteil ist, dass ich dann auch mit zwei Personen da sitzen kann im vorderen Bereich, das zeige ich auch gleich mit dem Tisch und mich aber dann auch hier lang machen kann und ein Buch lesen kann. Das funktioniert dann so: Tisch nach vorne. Zwei Personen können da sitzen, eine dritte theoretisch auch hier. Aber ich kann mich eben lang machen ohne umbauen. Und das ist erstmal das Konzept dieser Sitzgruppe. Die Sitzgruppe selber kann äh, ein Querschläfer sein, indem ich jetzt die vorderen Segmente auch zusammenziehe. Das kann ich von innen dann am besten nochmal zeigen. Oder ähm, ich kann auch längs schlafen, indem ich den Tisch dann vorne zwischen die Möbel hänge. Was hier ein bisschen schwierig ist, weil die Dusche oder dieses Modul, was da steht, dieses Schrankmodul, sehr nah. Jetzt an, der, an dem Bett steht, deswegen geht hier nur ein Querschläfer. Aber an anderen Layouts kann man dann auch einen Lenkschläfer draus machen. Der Grund hier ist, dass wir vorne ja diese, die Netzsituation noch zusätzlich haben. Und deswegen ist das beim 6-Meter-Fahrzeug, was wir hier haben, nach hinten gerückt, dieses Modul. Was man auch hier hinten jetzt hat, weil viele dann fragen, bei so einer Sitzgruppe habe ich genug Stauraum, dass ich hier durchladen kann. Letztendlich Tische, Stühle, alles passt da rein. Ich habe äh, diverse Schubladen. Und dasselbe auf der anderen Seite. Und das Schöne ist auch, dass hier unter dieser Sitzgruppe die komplette Technik Platz findet. Das heißt, ich habe auf der einen Seite die ganze Elektrik. Ich habe einen Gaskasten für den Gasherd. Das sind fünf Kilo, aber das ist nur fürs Kochen, weil geheizt wird mit einer Diesel-Luftstandheizung. Dann habe ich in dem Sockel, was man jetzt nicht gut sehen kann, unten drunter noch die Standheizung und den warmen der Boiler wird von der Heizung auch gefüttert, das heißt also mit einem Wärmetauscher kann aber auch elektrisch zugeheizt werden und auf der anderen Seite letztendlich nochmal die, Durch, die Durchlademöglichkeiten mit dem Wasser äh, Frischwasserreservoir. Das sind also hier 85 Liter plus Boilerinhalt 90 Liter. Genau und angeschlossen hier ist auch noch ein Wasserfiltersystem über eine Druckpumpe. Das heißt, wir filtern hier äh, nicht nur im Nanobereich. Ähm, Mikroplastik und andere Dinge raus, sondern auch über ähm, einen Keimfilter, der ist vorne in der Küche verbaut, ist jetzt ein bisschen unsichtbar, das kann man nicht sehen, ähm, so dass man das Wasser letztendlich trinken kann. Da arbeiten wir mit den Jungs von Goodguards zusammen und äh, das ist ein sehr überzeugendes System, was wir hier verbauen. So. Man sieht jetzt nochmal dieses Konzept hier beschrieben und auf der anderen Seite, das ist eigentlich unser, Ur also unser Kassenschlager, mit dem wir begonnen haben, nämlich für ein bis drei Personen. Ein Konzept, wo dann dieses Schrankmodul weiter vorne sitzt und die Sitzgruppe größer ist und man auch im Heck schläft. Das ist dann sozusagen dieses Modell hier. Findet man aber alles auf unserer Webseite nochmal ausführlicher. Und jetzt würde ich euch gerne mit nach vorne nehmen, weil spannend ist ja nochmal in den vorderen Bereich zu gucken. Wie ich schon erwähnt habe, gibt es bei uns verschiedene Module, die man kombinieren kann, auch fünf Küchenmodule. Hier haben wir mal ein Modul, wo wir einen stirnseitigen Kühlschrank eingebaut haben. Und was Standard bei uns ist, dass wir immer einen Außentisch haben, der auf einer Schublade mit Schwerlastauszug sitzt. Das heißt, ich habe da unten einen Gastkartuschenkocher drin, den ich dann rausnehmen kann und hier im Außenbereich eben schnell bei einer Rast, aber auch gemütlich beim Campen kochen kann. Und ähm, das kann ich dann relativ schnell, oder was ist jetzt relativ schnell, wenn ich das hier abräume, sehr schnell zusammenklappen und kann letztendlich meine Reise auch fortsetzen. Kühlschrank hatte ich erwähnt, da gibt es verschiedene Optionen, aber das ist halt jetzt einfach mal ein 45-Liter-Kühlschrank ähm, von Dometic. glaube, so weit bekannt im Markt. Gibt es auch als Kühlschublade, wer gerne von allen Seiten bequem ran möchte. Wir haben hier eine massive Bambusplatte, die letztendlich auch stehendes Wasser aushalten kann, ist aber auch die einzige massive Arbeitsplatte oder Holzplatte, die wir haben, weil den Rest, den wir verwenden, ist von Queenply. Ähm, ein Leichtholz, ein Balsa mit, äh, mit einem Echtholzfurnier nochmal oben drauf. Das ist hier in dem Fall eine Esche. Und deswegen erreichen wir hier eben Gewichte unter dem von Pappelsperrholz. Und deswegen können wir uns so einen Holzausbau hier auch äh, leisten. Wir haben hier eine große Arbeitsfläche, die dann individuell geöffnet werden kann, zum Beispiel in diesem Fall für einen Gasherd, zweiflammig, kann aber auch Induktion sein. Da sind wir flexibel. Wir haben hier ein Schneidebrett, was ich rausnehmen kann aus der Spüle, umdrehen kann und tatsächlich als Schneidebrett auch benutzen kann. Und entsprechend eine recht hochwertige Spüle mit einem Wasserhahn, wie gesagt, über Druckpumpe, im Prinzip wie zu Hause. Wie man sieht, wird das Brett auch benutzt, weil das ist ein Kundenfahrzeug. Und das ist auch im täglichen Einsatz oder fast täglichen. Dann klappe ich das hier einfach wieder zusammen, je nachdem, wie ich es brauche oder nicht brauche. Mache den Schneiderbrett drauf und habe schnell wieder einen aufgeräumten Arbeitsplatz. So, dann äh, vielleicht nochmal von innen. Jetzt stehe ich ein bisschen hier im Weg, aber ich zeige das einfach, indem ich mich mal hinsetze. Die berühmte Grundsatzgruppe den Tisch, wie gesagt, kann ich exzentrisch in alle Richtungen bewegen, dadurch habe ich auch kein Problem beim Ein- und Aussteigen. Wie schon gesagt, als U kann ich mich hier einfach mal lang machen. Äh, wenn ich sozusagen fertig bin mit Essen oder so, dann kann ich mich hier einfach mal bequem hinsetzen, am besten natürlich ohne Schuhe und deswegen mache ich das jetzt mal so. Ne? Das äh, Kissen an den Rücken und dann ist es hier eine bequeme Position und dann entsprechend auch wieder zurück. Und wie man sieht, kann man hier zu zweit gut sitzen und essen. Und dann würde ich noch mal zeigen, wie ich das ähm, kurz, zumindest in anderen Zweiten, umbaue als Querschläfer. In dem Fall, wer sich jetzt wundert, das ist tatsächlich hier nach Kundenwunsch für Kinder ausgelegt. Das heißt also, bei einem VW Crafter, was wir hier haben, ist es äh, unter 1,80. Wir können aber bis auf 1,96 mit den entsprechenden äh, Taschen erweitern. Ich lasse den Tisch jetzt mal gebaut. Der würde dann weichen, wenn ich das als Bett baue. Und in dem Fall, wie auch schon hinten, schiebe ich das nur zusammen, lege die Kissen drauf und habe meinen Querschläfer, den Tisch wie gesagt, weg und dann kann ich hier letztendlich querschlagen. Wenn ich dann morgens aufgestanden bin, um das nochmal zu zeigen, wie schnell das geht, dann nehme ich das Kissen runter. Wie gesagt, der Tisch ist jetzt mein Gedanken weg gewesen. Schiebe das Ganze wieder zusammen. So, dasselbe auf der anderen Seite. Und ich habe wieder meine Rundsitzgruppe. könnte natürlich dasselbe mit äh, hinten machen und dann habe ich letztendlich wieder für vier Personen Sitzplatz. Äh, wenn wir schon beim Thema Schlafen sind, wir haben also hier für die dritte und vierte Person ein Aufstelldach. In dem Fall von der Firma Flexibu, was ich hier über eine Teleskopleiter erreichen kann. Dafür muss ich hier ein bisschen den, den Witz ein Stück nach vorne machen. Und jetzt kann ich da hochgehen und habe da auf 1,30 mal 2 Meter eine schöne Liegefläche. Die ist nicht nur beleuchtet, sondern sie ist auch noch beheizt. Ich baue mal die Leiter jetzt wieder zusammen. Nein, hier fehlt jetzt noch was. So, jetzt ist die Leiter auch wieder weg. Ich kann die denn hier sichern. Und dann ist das Thema erledigt. Den Blitz wieder zurückstellen. Genau. Ich kann die Sitze natürlich einzeln auch ausbauen, je nachdem, ob ich vier Sitze, drei Sitze brauche oder vielleicht sogar mal alleine reise, beziehungsweise zu zweit. Ich, wir haben da auch eine Lösung, dass wir diesen Platz dann mit einem individuellen Modul füllen, je nach Kundenwunsch. Ne? Manche wollen da ihre Surfbretter oder Neos fürs Surfen oder andere Dinge aufbewahren. Das können wir auch alles anbieten. Ähm, in dem Fall haben wir das jetzt für die Familie. Der Tisch ist uns hier auf der Messe abhandengekommen leider. Der ist nämlich auch noch hier. Und was ich so spannend finde, ist einfach, dass wenn man sich jetzt so eine Situation vorstellt bei schönem Wetter, ist es immer toll, wenn man äh, sich draußen aufhält. Aber wenn jetzt mal es drei Tage regnet, ähm, dann habe ich halt die Möglichkeit, dass die Kinder zum Beispiel hinten sind und dort am Tisch sind, malen, was auch immer. Und ich mich auch hier vorne aufhalten kann und damit einfach auch eine räumliche Trennung haben kann, was ich zumindest auf Dauer recht entspannt finde, weil wenn er die nett würde man jetzt so viert immer auf engstem Raum zusammensetzen. Und das geht dann, glaube ich, nach ein paar Stunden langsam wird es dann auch schwierig. Also deswegen finde ich das so wunderbar, dass man sich hier räumlich voneinander entfernen kann. Ähm, die Technik an sich an Bord machen wir immer individuell für die Kunden. Das heißt, alles, was wir bauen, zumindest als Komplettausbau, äh, da geht immer ein Beratungs- und Planungsgespräch vorweg. Und in dem Fall ähm, versuchen wir, immer für den Kunden das letztendlich einzubauen, was der Kunde braucht. Gerade beim Thema Elektrik ist das so eine Sache, wo wir schon auch wissen müssen und fragen natürlich, wie reist der Kunde auf Campingplätzen oder autark, wie lange möchte er stehen und vor allem, welche Medien benutzt er. In dem Fall weiß ich das jetzt nicht aus dem Kopf für die Kunden, aber ich kann sagen, dass wir hier eine 200 Ampere Lithium-Batterie an Bord haben. Wir haben einen Wechselrichter, der permanent 230 Volt zur Verfügung stellt, auch autark. Und wir haben vor allem natürlich eine Standheizung, die nicht nur den Innenraum, sondern auch das Aufstelldach beheizt. Wir haben 90 Liter Frischwasser. Wir haben letztendlich dann den Warmwasserboiler, der sowohl über einen Wärmetauscher der Standheizung als auch elektrisch betrieben werden kann. Also im Sommer dann, wenn man nicht heizt. Ja, wir haben auch einen beheizbaren Abwassertank. Solche Sachen machen wir immer auf Kundenwunsch, je nachdem, ob man im Winter oder Sommer unterwegs ist. Das machen wir dann ganz individuell. Genau, als letztes kommen wir eigentlich zu unserem Highlight-Modul, für das wir so im Markt schon etwas bekannt sind. Aber für die, die uns noch nicht kennen, die wird es jetzt besonders freuen, das vielleicht zu sehen. Und zwar ist immer ein Thema bei einem, bei einem Camper, dass man wenig Platz hat. Und dass Leute nicht immer duschen, manche verzichten gerne auf die Dusche zugunsten des Stauraums. Und wir haben versucht, eine Lösung zu finden, die für alle funktioniert und vor allem auch gut erreichbar ist, nämlich zentral im Raum oder, wie ich schon gesagt habe, bei anderen Konzepten ein bisschen weiter vorne hinter dem Fahrersitz. Starten tue ich mal bei dem Modul mit dem Hängeschrank. Wir haben also hier hinten einen sehr geräumigen Hängeschrank mit Bügeln, wie man sieht, und noch Stauraum unten, den man auch individuell nutzen kann. Denkbar auch mit Regalböden, wenn man es gerne möchte. Aber die meisten nehmen den genau so, weil man immer Jacken und andere Dinge hat. Gerade mit vier Leuten, glaube ich, freut man sich. Dann haben wir hier einen sehr geräumigen Kleiderschrank. Der hat also vier große Fächer. Ich kann das einfach nochmal, dass man mal sieht, wie groß das ist. Da fast einen halben Arm drin versenken. Ist ziemlich groß. Und davon vier Fächer. Das reicht also wirklich aus, um eine drei- oder vierköpfige Familie. Ausreichend Platz zu geben für die Klamotten. Davon abgesehen haben wir noch weitere Schubladen hier im Fahrzeug. Und jetzt kommt eins der Highlights, dass ich das aufklappen kann und dahinter die Nasszelle zum Vorschein kommt, also eine Dusche. Und die Schublade, die ich jetzt gleich aufmache, die wäre dann auch noch eine Trockentrenntoilette. Wenn wir nicht ein Aufstelldach verbauen, dann können wir auch eine Dachhaube einbauen. Das machen wir auch standardmäßig. In dem Fall mit dem Aufstelldach sind Dachraum natürlich nicht möglich. Und deswegen hier mit einer Abluft nach außen, die auf Knopfdruck auch bedient werden kann. Das sieht man jetzt hier. Über dem, indem ich den Knopf drücke, kann ich die Lüftung aktivieren und die Luft wird letztlich auch nach außen befördert. Der Kompromiss ist, dass man sich dann kurz mal abstimmen muss und sagen muss, jetzt bin ich mal auf Toilette für zwei Minuten. Bitte mal, wer muss raus und rein? Weil in dem Fall kann ich zwar den Kleiderschrank erreichen hier hinten, aber ich kann jetzt in dem Moment nicht durch. Ja, die Tür, das ist eine Doppeltür, ähm, dient dazu, die wirklich das dicht zu machen, also sowohl Geräusch, äh, äh, Geräusche zu reduzieren, als auch letztendlich äh, beim Duschen eine Tür zu haben. Das heißt, wir brauchen keinen Duschvorhang hier. Ja, wir können wirklich äh, so duschen. Und wenn ich dann fertig bin, dann kann ich das entsprechend wieder zumachen und kann meinen Kleiderschrank von draußen auch wieder erreichen. Also viel Stauraum in so einem doch kompakten Fahrzeug und äh, vor allem auch an der richtigen Stelle. Ne? Ich muss jetzt nicht hin irgendwo in die Oberschränke kriechen, sondern ich habe das alles zentral im Fahrzeug. Und vielleicht zu guter Letzt zeige ich noch einmal die Toilette, weil die habe ich ja jetzt in der Position nicht gezeigt. Ich mache das nochmal auf. Jetzt mache ich mal die Toilette auf. Die hat einen eigenen Riegel. Und dann hat man hier die Trockentrenntoilette, die nach innen geöffnet und entleert werden kann. Die Holzplatte hier ist mit Epoxidharz ausgegossen. Und dementsprechend ist die absolut wasserdicht. Zusätzlich ist die Dusche mit Industriekleber ähnlich wie mit den Fenstereindichtungen eingedichtet. Ähm, sowohl vorher. Äh, bevor der Epoxidharz drüber kommt, als auch danach, also auch eine doppelte Dichtung, könnte fast sagen eine dreifache. Sowohl die ganze Dusche. Es gibt auch immer die Fragen, ob diese offenen Kanten hier, die geölt sind, äh, ob die äh, Wasser aushalten. In dem Fall ist es gar kein Problem, weil solange das Wasser nicht steht, was es ja in einer Senkrechten nicht macht, ist es überhaupt gar kein Problem äh, für diese Kanten. Das heißt, also wir haben auch jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung damit. Und auch Kunden, die nach drei Jahren kommen, da sieht das aus wie am ersten Tag. So, und da wir auch recht individuell sind bei den Designs, wollte ich hier noch mal kurz zeigen, dass wir hier mit verschiedenen äh, ja, Dekoren arbeiten können. Hier unten sehen wir mal die Esche und die Eiche. Wir haben aber auch eine Zirbelkiefer. Hier haben wir auch eine Birke. Und äh, dann haben wir verschiedene Farben. Das heißt also, der Kunde kann hier. Aus verschiedenen Farben auch wählen. Und da wir recht natürlich mit natürlichen Materialien ausbauen, haben wir im Bodenbereich auch Kork, einen Korkbohnen. Wie man sieht, kann man hier verschiedene Designs haben. Das ist aber nicht alles. Wir haben ungefähr 50 verschiedene Möglichkeiten, was man beim Boden machen kann mit verschiedenen Farben etc. Und nicht zuletzt, dieses Thema ist auch recht spannend. Und zwar haben wir auch bei der Dämmung uns ein paar Gedanken gemacht und haben neben einer Kautschukdämmung der Außenbleche, was sicherlich im Markt schon bekannt ist, eine zusätzliche Dämmung auf die Innenbleche aufgebracht. Das heißt, das ganze Fahrzeug wird mit einem Korkgemisch ausgesprüht. Das heißt, also wir haben hier Korkpartikel, die mit einem, mit einem Farbgemisch sozusagen auf diese Karosserie aufgesprüht werden und dadurch sowohl eine gewisse Optik bringen. Das können wir uns gleich noch mal anschauen im Fahrzeug aber eben auch eine zusätzliche Dämmung bieten und Tauwasser weitestgehend vermeiden. Ja, wir haben hier noch im Außenbereich äh, für die Besucher auch noch ein Beispielmodell ausgestellt, was zum einen eine andere Holzart hat. Wir haben hier ein Eiche Furnier-Echtholz ähm, ähm, anstelle der Esche ja, und wir haben hier auch eine leicht andere Farbe, äh, die nennt sich Algarve. Und nicht nur das, sondern wir wollen auch hier noch mal zeigen, ähm, dass dieses Modell über eine Dachhaube verfügt. Das ist, wenn wir kein Aufstelldach haben, können wir da eine Dachhaube einbauen und tun wir auch standardmäßig und dann sieht man auch trotz Schuhe, wenn ich hier reingehe, dass ich hier eine entsprechende Stehhöhe habe und auch die Breite, wenn ich meine Ellbogen mal auseinander mache, dass ich hier wirklich komfortabel duschen kann. Und ja. Das, ich bin 1,85 groß. Und entsprechend mit Schuhen vermutlich jetzt 1,87, 1,88. Also ja, wir haben auch Kunden, die bei 1,92 hier noch einigermaßen entspannt duschen können. Wenn es dann nicht reicht, dann können wir auch eine H3-Dusche anbieten. Das heißt also für zum Beispiel den 4 äh, Ducato in H3, dann können wir also bis auf 2 Meter oder sogar über 2 Meter kommen mit der Dusche. Ja, dasselbe gilt auch für unsere Betten. Wir können auch die Betten erweitern bis auf zwei Meter oder sogar über zwei Meter. Und wenn wir schon bei den Fahrzeugen sind, wir können unsere Möbelmodule in fast alle Fahrzeuge einbauen, in alle Kastenwagen mit Stehhöhe. Wir selber bauen aus den Fiat Ducato, den Opel Movano, den Citroen Jumper und äh, auch den ähm, Peugeot Boxer. Darüber hinaus haben wir noch den VW Crafter, wie wir jetzt hinter uns sehen, das vorgestellte Fahrzeug und auch der Mercedes Sprinter ist für uns gar kein Problem bauen wir auch gerne aus. Und wenn man darüber hinaus noch das in V-Transit einbauen möchte, auch das funktioniert oder in Iveco Daily. Deswegen sind wir da sehr flexibel. Das haben wir deswegen, weil wir die Möbel so designt haben, dass wir die Möbel auf die Fahrzeugkontur anpassen können. Das gilt für alle unsere Möbelmodule. Das heißt, deswegen kann auch der Kunde die selber einbauen, weil wir nicht sozusagen ihm vorgeben müssen, genau da muss die Dusche stehen oder genau da muss das Möbelstück platziert werden. Das ist also sehr praktisch auch für Selbstausbau. Ja, und wer uns gerne erreichen möchte oder mit uns mal über die Ausbaukonzepte und die Möglichkeiten sprechen mag, der kann uns natürlich über unsere Webseite kontaktieren, über unsere E-Mail anrufen. Vom Prozess her ist es so, dass wir immer eine Planungsphase machen. Das heißt, wenn jemand sozusagen Blut leckt, dann kann er uns auch anrufen oder eine E-Mail schreiben und dann beginnt sozusagen eine Planungsphase mit... In der wir mit dem Kunden zwei bis drei Stunden erstmal darüber sprechen, welches Konzept kommt in Frage und wie reißt der etc. Diese ganzen Fragen klären, bis wir dann das Konzept, das Layout mit dem Kunden zusammen so weit besprochen haben, dass wir ihm eine Planung machen können und ein Angebot machen können. Und dann ist er völlig frei darin zu entscheiden, wann es losgeht. Sechs bis zwölf Monate brauchen wir ungefähr aktuell, um ein Fahrzeug fertig für den Kunden auszuliefern. Bei den Möbeln sind wir ungefähr so bei zwei bis drei Monaten Lieferzeit. So, ich hoffe, das war informativ und hat euch gefallen und wir freuen uns von euch zu hören.